verhindert, wenn ich das richtig gesehen habe auf dem schnellen Blick. Und dann schauen wir mal, was dann hier so das Spiel 2 für uns bereithält, der Öffnungsbully. Aber beide mit weißen Helmen, das finde ich immer extrem nervig. Tie-up von Juris und die erste Abseitsstellung von Norex. Ja, Lars, ich weiß. Also wenn du Kreativdirektor wärst, das erste komplett Trikotdesign ausbauen. Jetzt schöner Aufbau hier von Norex über die rechte Seite. Aber Paddy wird dann rausgepusht und verliert dann die Scheibe. Kann sie aber gleich wieder sich holen. Passversuch auf Kermit misslingt auch. Was mir da in den letzten Spielen auffällt, dass Kermit, wie gesagt, so viele Pässe kriegt, wo er eigentlich noch im Gegner drin steht. Und da scheppert es das erste Mal in der neutralen Zone. Guten Morgen, sagt Alex Wagner. Und die nächste Abseitsstellung. Ja, ja, ich glaube, er hat irgendwas schon an die 300 Checks oder so jetzt in der Saison. Also er ist League-Leader auf jeden Fall mit 221. Also er hat mehr als das gesamte Team zusammen, unseres, als das ist. Nächster Aufbauversuch über Kermit, der hier misslingt leider. Und Ruki kommt jetzt. Oh, da hat er schon Panik geschoben, da ist Alex angestürmt gekommen und hatte schon den Check aufgeladen. Gegen die Warnleuchte an. Ja. Pull up, Trainer Head. Oh, gefährlicher Turnover jetzt hier. Paddy hilft aus. Kriegt jetzt die Scheibe nochmal, muss jetzt links rüber verlagern. Erfolgt jetzt auch. Alex versucht in die Zone. Guter Support hier von Kermit. Aber der kriegt die Scheibe dann leider auch nicht tief. Und somit baut wieder Rookie auf. Über die rechte Seite wieder. Verlagern jetzt hier schön nach links und wieder zurück. Jetzt durch die Mitte, aber gut verteidigt von Juris. Da hat sich der Router Restart schon gelohnt, würde ich sagen. Aber die Jungs verteidigen jetzt auch die blaue Linie extrem gut. Nächster Vorcheck auch wieder. Ja, guter Druck vor allem. Ah, kriegen sie die? Schade. Chris kann ihn aber noch drin halten, aber der Pass tief misslingt dann leider. Scheibe wird jetzt hier einfach in die Zone von Norex geschlagen. Prallt gegen den Pfosten. Guten Morgen, Mr. Rammer. Oli, machst du nichts, ne? Nee. Besser, wenn du mal reinkickst. Ja, wenn er hingeht und ihn abfängt und dann irgendein Fehlpass spielt, kriegt er, ist auch nicht so optimal. Scheibe ist jetzt wieder tief hinterm Tor von Norex. Da muss Druck kommen. Aber er lässt ihn zu leicht hier vors Tor ziehen. Gute Chance für Rookie hier aufs kurze Eck. Aber die klären dann Gott sei Dank mit für Norex. Mit Frostbite wird alles besser. Ja, da kannst du dann die Halle zerschießen. Da hat er das mal wieder ein Kalawatt ausgehört. Oh, nächster harter Hit hier von Alex. Da schüttelt sich der Verteidiger einmal und kommt nur langsam wieder hoch. Pass auf Juris, Verlagerung auf rechts auf Kermit. Der lässt jetzt schön liegen hier für Paddy. Scheibe geht dann zu Alex, der wieder zu Chris. Scheibe geht wieder tief. Jetzt, oh, schade, da war Juris einen Schritt zu spät, dass er sich gelöst hätte. Jetzt wieder Schlagschuss von oben. Scheibe landet bei Alex. Gut, das Snipe aufs kurze Eck. Und der Nachschuss kann nicht von Juris verwandelt werden. Der Nimm muss dann auch noch wieder nur hart umgecheckt. Aber gut, der Save hier vom Goalie von Rookie. Jetzt muss hier Chris aufpassen, kriegt Druck vom Vorchecker. Entscheidet sich erstmal auf Nummer sicher zu seinem Verteidigungspartner zu spielen. Hat hier die Scheibe ein bisschen rumgespielt. Jetzt müsste der Aufbaupass erfolgen. Kommt schön auf Paddy. Der geht rechts durch mit viel Speed. Bleibt aber hängen. Und somit ist Rookie wieder in Scheibenbesitz. Die spielt jetzt auch wieder tief. Letzten 2 Minuten in Drittel Nummer 1 laufen. Alex hat sich jetzt hier mal entschieden, den Gegner nicht komplett zu zerstören. Nächster Fehlpass hier von Rookie im Aufbau. Extrem viele Fehlpässe, habe ich den Eindruck. Also ich weiß nicht, ob das am Nordserver liegt, aber schöne Chance für Norex. Hier Schuss von oben von Chris und Juris dann mit dem Nachschuss. Da ist der Schuss mal ganz clean durchgegangen. Letzten 10 Sekunden laufen. Da sollte jetzt nichts mehr passieren. Und somit endet Drittel Nummer 1 mit einem 0:0.
und neutralisiert sich immer wieder ordentlich. Jetzt nur 3 Schüsse insgesamt. Bisschen über 2 Minuten beide Teams in der Offensive. Da scheint sich sehr viel in der Rollenzone abzuspielen. Ruki schafft es wieder eigentlich, die blaue Linie extrem gut zu halten oder meistens kurz danach den Gegner zu stoppen. Jetzt hier nochmal der Schuss von oben, war wieder brandgefährlich, wo Juris den Nachschuss kriegt und der eine Snipe von Alex aufs kurze Eck. Aber ansonsten tut man sich schwer, sich vor allem in der Zone festzusetzen. Aber ich habe halt, man sieht es auch, 1:2 Schüsse nach einem Drittel. Das ist ja im Endeffekt gar nichts. Der beste Schuss trotzdem haben auch Juris gerade eben nach diesem Schlagschuss von Chris, wo der Rebound dann bei Imlon eigentlich schon richtig zum Tor steht, aber der Goalie ihn auch überragend hält. Scheibe wird jetzt wieder in die eigene Rundung gespielt. Paddy auf Kermit. Jetzt sind 3 Norwich-Spieler hinterm eigenen Tor. Jetzt entscheidet sich Kermit hier mal durchzugehen. Na, komm, schaff's vorbei. Im ersten Moment gut gemacht. Jetzt wird die Rundung gespielt. Chris holt sich die Scheibe. Muss jetzt hochpassen auf Alex. Jetzt entscheidet er sich für einen Schuss. Juris kann die Scheibe nicht ganz erobern, beziehungsweise verliert sie gleich wieder gegen Ruki. Alex versucht sich jetzt hier den nächsten Opfer, versucht da wieder Druck aufzubauen. Hier frühzeitig im Drittel von Ruki. Guter Poke jetzt von Paddy, der die Scheibe wieder rausbringt. Aber Ruki jetzt mit einem schönen Pass in die Mitte und dann ist die Strafe da hier gegen Kermit. Da ist aber, hat er sie aber in allerhöchster Not gezogen, finde ich. Jetzt hat Alex erwischt. Ach, hat Alex erwischt? Habe ich auch gerade gedacht, aber als ich 29 dann gerade gesehen habe. Auf alle Fälle eigentlich den einschussbereiten Gegner im letzten Moment noch gestört. War schön gespielt da von Ruki. Ja, und jetzt muss er sich, ich glaube, das erste Mal in Unterzahl beweisen, oder? Hatten wir in Spiel 1 eine Strafe? Ich kann mich an keinen erinnern. Es verliert hier leider das Bulli. Ruki kommt dadurch natürlich sofort in die Aufstellung. Guter Move. Paddy kriegt die Scheibe nicht ganz aus. Jetzt hat sie Juris, haut sie aus dem Drittel raus und somit nimmt er wertvolle Zeit natürlich von der Uhr. Eine Minute jetzt hier noch Überzahl für Ruki. Guter Pass hier links raus und Schuss aus spitzem Winkel. Schubi ist zur Stelle. Die Scheibe wieder nach rechts, links hoch. Guter Block von Chris, der hier den One-Timer klasse wegnimmt. Scheibe bounced jetzt aus dem Drittel raus, jawohl. Paddy hat jetzt ein bisschen Platz, spielt schön auf Kermit. Der nimmt auch gut Zeit von der Uhr, haut die Scheibe tief. Die kann sich Juris fast noch erlaufen. Und jetzt ist Norix wieder vollzählig. Aber jetzt viel Speed hier über die linke Seite und da ist es passiert. Oh, Chiri winkt ab. Goalie Interference vermute ich fast. Ja, das ist ein Schlittschuh. Schlittschuh. Aber es zählt. Eisbärenlaufer, einen wunderschönen guten Abend. Ja, das 1:0 hier für Rookie Esports. Leider hat genau das eingetreten, was ich nicht gehofft hatte. Aber da hat man dem Gegner jetzt auch viel zu viel Platz gegeben, da auf der linken Seite. Jetzt 2 schöne Chancen für Juris, aber dann steht man sich gegenseitig ein bisschen im Weg. Es müsste eine Strafe geben, so ist es auch. Das habe ich auch noch nie gesehen. Da wird die Scheibe weggepumpt und du wirfst dich hin und trippst den. Also, was er da gedrückt hat, der Kollege, weiß ich auch nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Vielleicht wollte er gerade einen Pass abbrechen oder so. Oh! Friendly Fire hier vom eigenen Verteidiger. Aber der Goalie ist wach und kann abwehren. Ja, aber ist jetzt Rookie mal mit viel Speed durchgekommen. Und dann haben sie da irgendwie. Hat keiner mehr Zugriff bekommen, so wirklich. Nächstes Bulli, das an Rookie geht. Aber Alex mit der Scheibe, guter Schuss und genau in die Fanghand des Goalies. Wenn er sich den, glaube ich, nochmal auf die Rückhand zieht und dann ins lange Eck schiebt, ist er drin. Der Goalie war schon unterwegs nach Timbuktu. 1:40 jetzt noch Überzahl. Juris mit dem Tie-Up. Alex holt sich die Scheibe. Landet jetzt bei Chris. Der haut sie tief zu Alex. Geht jetzt zu Kermit. Schön hier in die Aufstellung gefunden. Aber Rookies spielen hier wieder viel Druck. Schade. Alex kriegt dann den Pass nicht ganz auf den einschussbereiten Chris rüber. Und Juris holt sich jetzt die Scheibe hinter dem eigenen Tor und Norix baut hier wieder auf. Da sind sie gewaltig unter Druck geraten. Jetzt muss man hier aufpassen. Da eilt einer davon. Aber zusammen können sie das Ganze dann klären. Scheibe müsste jetzt hochgehen zu Paddy. Nochmal Strafe angezeigt? Nein. Habe ich mich verguckt. Jetzt ist Ruki! Ja!
vollzählig und da ist der Ausgleich, aber ich glaube, es war nicht mehr im Powerplay. Nee, ich glaube auch nicht mehr, aber was ist so mit dem Chris los? Heute wieder zum Goalscorer hier. Ja, da hat er aber wieder schön gesehen, dass er die Schussbahn hat und nimmt halt dann den harten Slapper. Hat er auch schön Zeit, dass er den wirklich zielen kann. War da relativ unbedrängt. Schlechte Animation für einen Goalie. Ja, lass. Ja, da bin ich aber auch wirklich gespannt auf die Wiederholung, so fancy Kirby uns gönnt in der dritten Pause. Das sah sehr, sehr unorthodox von Goalie aus, weil er ist irgendwie innen ans Pad dran, als wäre er irgendwie noch abgefälscht gewesen. Aber sah auf jeden Fall wirklich komisch aus. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist mir relativ egal. Ja, mir auch. Ich finde das auch, das ist Garbage Goal da. Das nächste Schuss von oben, da haben die Jungs jetzt anscheinend Blut geleckt. Aber jetzt läuft der Gegenangriff von Rookie, aber Kermit mit dem super Defensiv-Poke nimmt hier den Angriff direkt weg. Und Chris jetzt auf der linken Seite verlagert nochmal zu Paddy, der jetzt raus zu Kermit. Interessant. Der sich entscheidet, die Kelle nur bedingt hinzuhalten bei diesem Pass. Aber jetzt der Turnover an der gegnerischen blauen Linie und das ist immer gefährlich. Jetzt muss man hier gucken, Zugriff finden. Kermit im Backcheck räumt dann auf zusammen mit Alex und der nächste Turnover. Da müssen die Jungs aufpassen, das war jetzt schon der zweite in kurzer Zeit. Scheibe geht jetzt Richtung Tor von Norex und da ist schon... Entschuldigung, ich muss kurz durchatmen. Ja, die Scheibe tudelt auf Schubi drauf, der versucht drauf zu langen und ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber auf alle Fälle jetzt die Strafe hier in der Offensivzone gegen Juris wegen Beinstellen. Das war jetzt aber auch ein wirklich unglücklicher Bounce oder Richtung Schubi. Ja, wenn du da hingreifst, fährst du mit der Animation in den Schubi rein und geht da rein. Oder du lässt die Scheibe halt für Schubi und die bräuchelt wieder vor das Tor. Also ich glaube, egal wie man es jetzt gemacht hätte, man hätte es so oder so falsch gemacht. Ja, aber Schubi konnte das dann irgendwie noch mit der Schiene klären, aber alles in allem natürlich wieder äußerst gefährlich, die ganze Situation. Körmer kann jetzt schön die eigene blaue Linie halten und erstmal klären. Der Rest ist das... Bitte? Ja. Ich glaube, da muss der Judas jetzt was ausgeben, seine ersten zwei Strafminuten. Stimmt, ja. Und die waren natürlich auch noch in der Offensivzone, das wird extra teuer. Jetzt super Pass von Paddy, 2-1 hier im Break. Oh, schade, da nimmt Kermit die zwei Gegenspieler eigentlich ganz gut raus. Aber Alex scheitert am Goalie. Oh, Riesenchance hier in Unterzahl für Norex. Alex haut jetzt hier nochmal einen schönen Check raus, kurz vor Ende. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden. Schlagschuss von hinten raus, wird abgefangen vom Gegner. Juris macht die Mitte dicht und somit endet jetzt Drittel Nummer 2 mit einem 1:1. Ja, Ausgleich hochverdient. Hätte sich jetzt sogar noch mit dem Führungstreffer belohnen können. Aber auch stark vom Goalie gemacht auf dem Break. Ja, er ist einfach ganz ruhig stehen geblieben. Ja, hat nicht viel angeboten. Aber man sieht auch, die Offensivzeit ist diesmal wesentlich ausgeglichen. Natürlich auch durch die zwei Strafzeiten hier. Und die zwei Überzahlsituationen von Rookie. Aber ich finde, man findet jetzt hier in dem Spiel ganz gut die Schüsse von der blauen Linie. Also die sie genommen haben, sind jetzt eigentlich fast alle durchgegangen. Ich kann mich jetzt an keinen geblockten Schuss erinnern, wenn ich ehrlich bin. Was ja in Spiel 1 noch so ein bisschen problematisch war. Ja. Da bekommen sie den Gegner besser in Bewegung und schaffen es auch immer wieder, sich festzusetzen. Jetzt der Tie-Up hier von Rookie, aber landet bei Norex. Guter Poke hier von Kermit. Alex mit dem Superpass auf Juris, der mit dem Schuss. Aber wieder der Goalie zur Stelle. Hat er eigentlich schön gewartet. Jetzt gleich nochmal ein guter Defensivpock hier von Chris. Der wird jetzt hier aber links ein bisschen überlaufen, wird ausgeholfen von Juris. Kermit kommt mit der Scheibe raus, spielt auf Chris, der rüber auf Paddy. Jetzt hier schönes Passspiel von Paddy und Kermit, der mit einem guten Move. Und dann rennt ihm Juris ein bisschen rein, leider Gottes. Scheibe geht wieder hoch und wird dann gleich wieder tief geschickt. Jetzt braucht hier Kermit Support, findet Alex, guter Schuss und wieder die Fanghand vom Goalie von Rookie Esports schnappt dazu. Richtig gut da, der vom Juris, wie er da gewartet hat. Hat er nur eine Millisekunde zu lange gewartet, weil dann kommt der Goalie schon rüber. Da war der erste gelobte Schuss. Oh. Schade, da kriegt Alex nur die Rückhand. Nächster Schuss, jetzt aber geblockt. Oh, da darf er nicht pitchen. Jetzt gefährliche Situation, aber guter Backcheck von Juris. Wie schnell war denn der da gerade zurück? Da hat er mal die Nachbrenner gezündet. War der guter Neustart. Ja, Halleluja.
Wahnsinnig guter Move jetzt hier von Alex am Gegner vorbei. Juris kriegt Druck, spielt weiter zu Kermit. Scheibe wieder oben bei Paddy. Schussversuch, Juris! Da ist es! Wunderbar gemacht. Da ist der Abroller. Geht auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Da waren wir jetzt deutlich näher an dem 2-1 dran als Rookie und ja. Auf alle Fälle. Aber auch der Schuss wieder von oben halt auch wieder clean durchgegangen. Und Juris steht dann halt goldrichtig. Dann haben wir gleich den sehr gefährlichen Gegenangriff hier, kurz nach der Führung. Schubi ist zur Stelle und macht hier das kurze Eck zu. Eieiei. Oh, Juris hier 10 zu 5 Bullies. Gute Bulli-Quote wieder vom. Oi. Da steht der Schubi wieder im richtigen Eck. Eine Riesenchance von Rookie wieder. Querpass. Da hat Schubi eigentlich hat er, kann man jetzt sagen, er hat glücklich alles richtig gemacht und ist einfach hocken geblieben, weil ich glaube, wenn er sich bewegt hätte, wäre der Pfeil voll durch. Nächster Schuss jetzt aufs Tor. Da war er zu schwer, um wegzukommen. Ja, vermutlich, ja. Schubi the Wall, ja. Er hat mit dem Spiel auch schon zweimal verdammtes Glück gehabt. Muss man jetzt auch mal so ganz klar sagen, aber. Es ist wie immer im Sport, gehört halt nun mal auch dazu. Scheibe läuft jetzt hier gut durch die neutrale Zone. Dann auf Juris. Aber der kriegt den Querpass wieder nicht durch. Gut verteidigt hier. Oh. Gefährlich gespielt hier von Rookie. Da hätte Alex beinahe den Querpass gerochen. Scheibe landet dann bei Chris. Hat man Glück, dass man hier keinen Turnover produziert. Geht jetzt zu Kermit. Der muss einen harten Check nehmen. Alex wird auch wieder hart umgefahren. Rookie forcieren jetzt hier mehr das Körperspiel. Scheibe wird jetzt einfach tief geschlagen, aber die kriegt Paddy. Das war aber verdammt knapp. Das ist immer eine knappe Geschichte. Eieiei, du. Aber Huki erhöht jetzt den Druck. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht schon früher gemacht haben. Haben jetzt wirklich zwei, drei riesen Chancen gehabt. Jetzt schön wieder. Ah, der Querpassversuch nach dem Bulli von Alex auf Kermit am langen Pfosten. Nächster Schussversuch wieder abgeblockt. Nochmal in die Mitte gespielt zu Juris, aber der Goalie kann wieder drauflangen mit der Fanghand. Ich finde es schön, wie man jetzt so diese Zielstrebigkeit Richtung Tor nicht lang die Scheibe laufen lässt, sondern bam 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 drauf. Das finde ich eigentlich ganz gut, wie man es jetzt macht. Ja, vor allem man hat eine relativ gute Shot Selection, also so viele Schüsse sind jetzt noch bislang noch gar nicht abgeblockt worden, jetzt wieder schön die neutrale Zone zugestellt. Chris versucht hier, wollte denke ich auf Alex, bleibt aber an Juris ein bisschen hängen. Jetzt muss man hier aufpassen, die linke Seite ist ein bisschen offen. Jetzt die Mitte. Schöner Poke von Chris, der hier defensiv nochmal aushelfen kann und da ist der Ausgleich. Da hat man leider den Mann im Heißel komplett vergessen und der nagelt ihn da ins Kreuzeck rein. Somit steht es 2-2. Da ist der Gegner aber auch schon in der ganzen Entstehung einfach zu leicht in der Mitte durchgekommen. Aber ich finde, es ist auffällig. Ruki schafft es immer wieder hier, einen Mann in der Mitte einfach reingleiten zu lassen. Und der hat dann Zeit, die Scheiben zu verteilen. So wie hier jetzt wieder. Aber diesmal guter Poke von Chris. Letzten 4 Minuten in Drittel Nummer 3 laufen jetzt. Hier siehst du es wieder. Ja, der nimmt einfach immer einen weg. Ne? Nimm du, ich hab'n sicher. Und somit landet die Scheibe beim Gegner, leider Gottes. Jetzt geht's wieder über die rechte Seite, aber diesmal die Abseitsstellung. Kermit hätte den Pass auch diesmal gut abgefangen. Der läuft da so langsam rein, dass er sich beide Optionen offen hält, allein zu gehen oder halt den Pass zu spielen. Jetzt landet das Bulli hier bei Norex. 2:20 noch zu spielen. Chris hält die Scheibe, spielt jetzt auf Juris, aber da war er eigentlich schon zu nah an der eigenen Blauen. Scheibe geht jetzt wieder rechts raus, guter Check hier von Kermit. Chris verteilt jetzt hier schnell auf Alex, geht dann mit rein ins Offensivdrittel, versucht die Scheibe tief zu spielen, aber gut verteidigt hier von Rookie. Nehmen hier Kermit den Speed. Somit kommen sie in Scheibenbesitz, bauen jetzt wieder auf, wieder durch die Mitte, schön verlagert auf links. Schöner Hit von Juris. Scheibe geht jetzt aber wieder tief in die Zone von Norex. Paddy erläuft sie sich und verlagert nach rechts zu Kermit. Jetzt wieder guter Pass hier auf Juris. Scheibe bleibt in der Zone. Schuss von oben abgefälscht. Beziehungsweise abgeblockt. Entschuldigung.
Luki baut jetzt hier wieder schön auf. Wieder auf der rechten Seite. Da muss man aufpassen. Scheibe geht wieder hoch. Da wird jetzt gleich wieder der Schuss kommen. Nein, entscheidet sich für den Pass. Guter Druck jetzt hier mit dem... Oh, halleluja. Ich hätte gedacht, der kommt da rum. Brutaler Fehlpass jetzt hier. Kurz vor Schuss von Juris in eigener Zone. Körmig klärt jetzt hier nochmal die Scheibe. Kann man jetzt hier... Jawohl. Spiel zu Ende. 2:2. Und wir sehen, wie von mir vorhergesagt, eine Overtime. Eine Overtime. Hast du denn heute noch was vor, Stefan? Nee. Aber ich finde es überragend, dass das Highlight kommt von Julius, noch steht entscheidendes Tor, obwohl es 2:2 steht. Ja, nicht. Ja, also moralisch würde ich sagen, gewonnen. Das Leitabstor. Der Schuss da von Juris, da wo er Millisekunde zu lange wartet, aber kein Vorwurf dort ihn, hat eh schon so gut gemacht. Ja, es war halt jetzt im dritten Drittel der eine Fehler, man hat ihm, glaube ich, 2 Chancen im dritten Drittel gegeben und eine ist halt dann drin. Aber so ist es dann halt auch ab und zu in der ECL. Da wissen die Gegner meistens dann auch solche Situationen zu bestrafen. Wir sehen dabei nach 60 Minuten immer noch ohne Niederlage. Das stimmt allerdings. Ja, also ich muss auch sagen, das zweite Spiel war jetzt auch ein bisschen ausgeglichener als das erste. Das definitiv. Aber der Sieg wäre auch verdient gewesen. Eisbären Lauf eSports, mal was Neues. Ja, also wir stehen ja für Kontinuität. Oh Gott. Ja, hilf mir, Stefan. Kontinuität. Jetzt hab ich dich angesteckt, gell? So, starten wir in die Overtime, ja, nachdem wir uns hier beide die Zunge gebrochen haben. Knoten reingesprochen. Kontinuität. Hat's geklickt. Jetzt wollten wir einmal intelligent wirken und dann total verkackt. Aber gut, kommen wir zurück zum Eishockey. Erstmal ein schöner Fehlpass und Icing hier von Juris. Schade. Und somit machen wir gleich das nächste Bulli. Ah, es hilft nichts. Schauen wir mal, ein wichtiges Bulli. Das sollte Juris gewinnen. Da war der Gegner ein bisschen zu schnell am Bulli-Kreis mit den Tasten. Wir haben jetzt spielt jetzt auf Chris. Chris soll hier den Aufbau einleiten. Schade. Jetzt nochmal zurück. Ich glaube, der sollte auf Körbe gehen tatsächlich. Der Hit muss ja Alex hinnehmen. Der wird direkt an der blauen Linie gestoppt. Jetzt gut aufgepasst hier von Juris. Da habe ich ihn schon durchlaufen sehen, wenn ich ehrlich bin. Da versucht man sich jetzt durchzuwursteln. Gelingt auch irgendwie. Zumindest bleibt jetzt hier mal Paddy im ersten Moment in Scheibenbesitz. Aber Juris ist dann einen Schritt zu weit von Kermit entfernt. Und wieder der Pass in die Mitte. Aber jetzt stellen Kermit und Juris das Ganze ganz gut zu. Alex versucht sich hier in die Zone zu arbeiten. Juris geht mit in den Vorcheck. Dadurch macht man natürlich jetzt die Mitte auf. Aber wieder sehr guter Defensivblock hier von Kermit. Und Norex versucht jetzt aufzubauen. Fehlpass von Chris. Aber Paddy kann ihn aufnehmen. Nichts passiert. Jetzt ist die Mitte kurz frei gewesen. Da kam der Pass ein Ticken zu spät. Für meinen Geschmack. Scheibe wird jetzt nochmal nach hinten gespielt. Oh, schade. Wenn Chris an dem vorbei ist, hat er auf alle Fälle eine gute Scoring-Chance. Oh, das ist ein Riven Shoot. Jetzt muss man aufpassen. Hol ich die Mitte durch Totrick und da ist der OT-Winner für Rookie eSports. So schnell kann es dann gehen. Hat noch der schöne Hit eigentlich von Alex. Gibt es direkt, da sieht man es nochmal, jetzt hier zumindest einen kleinen Scher, super gemacht, dann auch vom Stürmer Toe Drag und dann rein ins Glück und zum Sieg. Aber man nimmt wieder 3 von 4 möglichen Punkten mit, also man ist definitiv da im Soll, aber auch hier wäre die Niederlage vermeidbar gewesen. Definitiv. Vor allem, es war ja, ich weiß nicht, wie oft es jetzt Rookie schon probiert hat durch die Mitte und dann kommen sie halt einmal rum, dann schalte ich hier schon mal um, dass ihr uns wieder sehen könnt. Ja, vor allem, Rookie hat eigentlich das ganze Spiel immer diesen Spielzug durch die Mitte forciert und jetzt kam der, aber war auch ein wirklich schöner Pass vom Verteidiger. GG's,
definitiv auch an euch. Same to you guys. So, beide Mannschaften somit mit 3 von 4 Punkten. Beide? Ja. Das erste Spiel haben sie aber verloren gehabt. Ach, stimmt. Ah, ich bin schon so in Overtimes drin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das ist. Jedes Spiel nach Overtime zu Ende. Bei mir ist jedes Spiel Overtime. Nein, aber war auch ein schöner Pass da von dem Verteidiger von Rookie, der dann den alles wunderbar durchsteckt und dann klasse Move. Wie Alex in Spiel 1 hat er sich abgeschaut und haut ihn dann ins lange Eck. Ja, was hast du noch so zu sagen zum Spiel? Ja, Niederlage war vermeidbar, auf jeden Fall. Die zweite, also die OT-Niederlage, hätte man sich den extra Punkt schon verdient gehabt, wenn jetzt sogar schon nach 60 Minuten, weil finde ich, die gerade in Torschossen hatten. Und ja, aber Rookies hat das halt eiskalt ausgenutzt und haben sich halt somit die 2 Punkte im zweiten Spiel geholt. Ja, leider. Aber ich denke, wieder 2 sehr solide Leistungen. Und natürlich auch der nächste Shutout in Spiel 1 hier für Schubi, der da mal wieder zugeschlagen hat am Heimserver. Das ist ja sein Lieblingsserver, was die Shutouts angeht. Ja, müssen wir mal eine Statistik machen, wie viele Auswärtskunden im Spiel zu Hause. Das kann man doch bestimmt irgendwie, kann man das nachschauen? Ich weiß es gar nicht. Müsste man sich mal schlau machen. Aber gut, musst du ja bloß die Spielergebnisse anschauen, dann hast du es ja relativ schnell. Das ist doch eine schöne Sache, die du für Mittwoch vorbereiten kannst, Stefan. Ach so. Schön hier Eigentor geschossen. Scheiße. Nein. Also, wie geht's bei uns diese Woche noch weiter? Morgen haben wir ausnahmsweise mal keinen Stream. Morgen muss ich meine Blutdrucksenker nehmen und dann gehe ich früh schlafen und dann bin ich für Mittwoch wieder fit. Nein, also weiter geht's mit NHL am Mittwoch, 2.6. 21 Uhr gegen Philadelphia HC, Spieltag Nummer 11. Genau, und dann haben wir am Donnerstag nämlich noch NBA. Unser Freund Georg spielt wieder in ESL Qualifier, da starten wir am 3.6. um 20 Uhr. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr da ebenfalls einschaltet und da Gio unterstützt, dass er da möglichst weit kommt. Ja, bislang ist er immer an einer Niederlage gescheitert, dann sozusagen in die Endrunde einzuziehen. War immer sehr knapp die letzten Male. Ich hoffe, dass er es diesmal schafft. Gut, dann sag ich schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung, danke für die Follows. Ich hoffe, ihr seid am Mittwoch dann auch wieder dabei. Da kann ich nämlich Stefan wieder an meiner Seite begrüßen. Der wird wieder mit mir kommentieren. Dann sage ich von meiner Seite aus schon mal einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dass ihr Mittwoch wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hat das letzte Wort noch Stefan. Ich wünsche ebenfalls eine gute Nacht und bis Mittwoch dann. Macht's es gut. Servus miteinander. Servus.